Zu dem Angriff auf den AfD-Bundestagsabgeordneten Frank Magnitz hat sich angeblich die Antifa in Bremen bekannt. Ein Bekennerschreiben tauchte kurzfristig auf einer linken Website auf, bevor es wieder gelöscht wurde. In dem Schreiben mit Rechtschreibfehlern heißt es: Magnitz, der gute Kontakte in die rechtsextreme und faschistische Szene hält und des Öfteren mit rassistischen Äußerungen in Erscheinung tritt, darf in Bremen und anderswo keinen Fuß mehr fassen und gehört wie jeder andere Nazi mundtot gemacht. Der Bremer AfD-Vorsitzende kam vor 2 Tagen von einem Neujahrsempfang einer Lokalzeitung. Die Staatsanwaltschaft konnte anhand von Überwachungsvideos den Überfall rekonstruieren. Ein Mann sprang Magnitz brutal in den Rücken. Der Politiker hatte gerade beide Hände in den Taschen. Er lag auf dem Boden, bevor er überhaupt die Hände überhaupt schutzmäßig zum Einsatz bringen kann. Die Tatverdächtigen flüchten im Anschluss sofort vom Tatort. Tritte oder dergleichen können sie nicht sehen. Sie sind nicht feststellbar. Die AfD behauptet hingegen, Magnitz sei mit einem Kantholz niedergeschlagen und anschließend mit Tritten traktiert worden. Während Magnitz von einem Mordversuch spricht, ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen gefährlicher Körperverletzung. Der AfD-Politiker wurde auf eigenen Wunsch gestern aus dem Krankenhaus entlassen.